Was haben der Durchschwung und ein Wimpernschlag gemeinsam? Und was haben Schwunggedanken damit zu tun? Das erfährst du in diesem Video und wir starten jetzt. Was hat der Durchschwung und ein Augenschlag gemeinsam? Nun, beide dauern nur ca. 0,2 Sekunden. Das heißt, während ich jetzt hier blinzle, habe ich bereits von ganz oben bis zum Ball durchgezogen. Und in dieser kurzen Zeit stellt es sich die Frage, ob man überhaupt Schwunggedanken verwenden kann. Der Aufschwung dauert ja ungefähr 0,7 bis 0,9 Sekunden bei den Besten der Welt. Also eine Zeit, die auch sehr, sehr kurz ist, aber nicht unmöglich ist, etwas einzubauen. Die Frage jedoch ist eine andere. Wie lange brauche ich denn, bis ich einen Gedanken habe und bis ich den wirklich dann auch ausführe? In der Regel ist es so, dass man sagen kann, dass je früher im Schwung man an etwas denkt oder versucht, etwas zu verändern, desto besser ist es und desto eher habe ich die Chance, etwas anders zu machen. Nur das Problem ist folgendes. Wenn das ein Konzept ist oder eine Idee ist, die du nicht wirklich kennst, nie wirklich trainiert hast, dann ist es fast unmöglich, das am Golfplatz zu machen. Jeder Golfprofi, der irgendetwas in seiner Bewegung ändert, am Abschwung oder in der Aufschwung oder irgendwo in diesem Bereich, der macht wahnsinnig viele Wiederholungen, sehr, sehr langsam und sehr bedacht und sehr fokussiert darauf. Er versucht, ein Gefühl zu bekommen für den gesamten Ablauf und stellt sich diesen auch immer wieder mental vor. Wenn wir jetzt denken, wir haben einen super Schwungtipp und den probieren wir jetzt mal ganz kurz auf der Runde aus, ob der funktioniert, dann ist das wohl zum Scheitern verurteilt, weil man wahrscheinlich das gar nicht umsetzen kann, weil man es nie trainiert hat. Fakt ist es auch, dass man unglaublich übertreiben muss. Oft müssen auch Profigolfer richtig, richtig übertreiben, um nur ihre Schaftposition um 1 oder 2 oder 3 Grad zu verändern. Das heißt, ein Schwunggedanke hat meiner Meinung nach nur in der sogenannten Pre-Shot-Routine Platz. Was ist die Pre-Shot-Routine? Das ist die Routine, mit der ich quasi mich vorbereite, bevor ich den Schlag mache. Ich habe hier oben ein Video, das du dir anschauen kannst. Da spreche ich über eine Routine, wie die auszusehen hat. Und das ist auch, dass ich in einer Art Box bin, in einem Ort vor dem Schlag bin, wo ich mich eben um solche Sachen wie Schwunggedanken kümmere. Und wenn ich dann zum Ball gehe, bin ich im Kopf möglichst frei. Was auf der Runde auch wahnsinnig hilft, ist eine sogenannte Post-Shot-Routine. Was heißt das Post-Shot-Routine? Das bedeutet, wenn ich den Schlag gemacht habe, kann ich ja den Schlag auf 2 Arten bewerten. Ich kann sagen, gut, er ist mir gelungen, das hat sich so angefühlt, wie ich es wollte. Und jetzt kann man sich noch einmal hinstellen und kann noch einmal einen Schlag machen und schauen, wie hat sich das angefühlt. Man versucht quasi das Gefühl noch einmal zu wiederholen und abzuspeichern. Oder man sagt, das war überhaupt nichts, ich war auf den Zehenspitzen oder ich habe den Schläger viel zu früh weggeschmissen oder was auch immer der Gedanke ist. Und jetzt kann man sich nach dem Schlag noch einmal hinstellen und noch einmal versuchen, diesen Ablauf richtig zu machen und sich noch einmal vor das geistige Auge zu holen. Und das ist etwas, was ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, dass man langfristig einen Schwunggedanken auf den Golfplatz bekommt. Also ein kurzes Fazit noch einmal. Ich denke, dass Schwunggedanken sehr, sehr schwer umzusetzen sind am Golfplatz, vor allem wenn das welche sind, die man nie trainiert hat. Wenn man schon welche verwendet, sollte man sie eher in der Pre-Shot-Routine, also vor dem Schlag verwenden, oder in einer sogenannten Post-Shot-Routine. Sich dauernd mit dem Schwung zu beschäftigen beim Spielen halte ich für absolut kontraproduktiv. Und gerade das ist der Grund wahrscheinlich, warum viele Golfer sagen, am Loch 16 habe ich dann aufgehört zum Denken und dann ist es wieder gegangen. Wie oft hört man das? Da kehrt man quasi zu seiner Natürlichkeit zurück. Die Gedanken, die einen blockiert haben, die neuen Schwunggedanken, unter Anführungszeichen, die noch nicht gefestigt sind, haben nicht funktioniert. Und jetzt macht man etwas, was einem bekannt vorkommt, natürlich ist.
Und das ist dann das, warum häufig man dann wieder besser spielt. Jedoch, denke ich, sollte man sich weiterentwickeln. Man sollte schauen, dass man an seinem Schwung arbeitet. Aber wie gesagt, hauptsächlich im Training, und da sollte man das langsam machen und in absoluter Ruhe. Und am besten mit einem Trainer. Wenn du erfahren möchtest, wie man besser Golf spielt, dann kannst du auch noch dieses Video hier oben ansehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!